Star Wars Battlefront von EA. Ja, und damit herzlich willkommen bei Star Wars Battlefront. Ich habe mich riesig auf das Spiel gefreut. Ich konnte es leider nicht direkt zum Start spielen, weil Amazon meine Bestellung verbaselt hatte. Aber jetzt habe ich es endlich, und zwar für den PC und für die PS4, warum auch immer. Ich habe nur für eins bezahlt, aber egal. Und ja, ich würde sagen, wir starten das Spiel mal. So, wir haben Multiplayer oder Mission. Action für ein oder zwei Spieler. Ja, wir werden erstmal die Mission spielen. Und bevor wir das Ganze tun, erstmal das Tutorial. Tutorial. Suchdroiden. Also los, schalte Viper-Suchdroiden auf Hoff aus. Erlerne die Grundlagen des Spiels. Tutorial starten. Suchdroiden auf dem Planet Hoff. Unsere Scanner haben möglicherweise imperiale Signale im Umfeld der Basis geortet. Gehe der Sache nach und schalte alle potenziellen Bedrohungen aus, bevor sie das Imperium warnen können. Toll. Ich guck mal, kann ich lesen. Egal. Suchdroiden! Starten! Yeah. Okay, ich habe meine Runde gedreht. Keine Aktivitäten. Verstanden. Kannst du noch eine drehen? Unsere Scanner zeichnen wegen der Meteoritenaktivität jede Menge Interferenzen auf. Alles klar. Meine Güte, R2 behauptet, seine Scanner empfangen seltsame Signale. Hier ist Prinzessin Leia. Sie wird wissen, was zu tun ist. Such die Umgebung nach Aktivitäten ab und sei vorsichtig. Drücke jetzt zur angegebenen Position vor. Scanne das Gebiet. So erhältst du wichtige Daten über deine Umgebung. Okay. Wie scanne ich die Umgebung denn? Was ist das da unten, was ich sehe? Meine Minimap und so. Durchquere das Gebiet und finde einen besseren Aussichtspunkt. Jawohl. Unsere Scanner haben ein imperiales Signal geortet. Geh der Sache nach, schnell! Ja, ich sprinte schon die ganze Zeit. Okay, gut. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Boom. Schieß diesen Droiden in Stücke. Ja, ich glaube... Gute Arbeit. Sorry. Ich bin dem Tutorial etwas voraus. Aber alles sieht hier sehr, sehr nice aus. Mir gefällt das Spiel mega. Ich bin so ein kleines Star Wars-Fan. Und das freut mich wahnsinnig. Das erste Spiel, die ersten Battlefront-Teile, habe ich tatsächlich nicht spielen können damals, weil ich noch zu klein dafür war. Ich habe die danach nachher nicht gespielt, aber... Da ist der Droide! Lass ihn nicht entkommen! Boom. Gute Arbeit, alles klar. Okay. Stahlschrank steht für die Waffen und Ausrüstung. Nach der Verwendung können sie erst nach einer bestimmten Abklingzeit einmal verwendet werden. Okay. Sternkarten, sorry. Deaktiviere den Droiden mit deiner Ionenwaffe. Ups. Gut, hol dir das Power ab. Wir sollten die. Ist das unsere Ionenwaffe oder ist das die 1 unsere Ionenwaffe? Oh, das ist ein Power. Okay. Heb diese Waffe auf! Intelligente Rakete. Rüste die Waffe aus und neutralisiere den Droiden. Boom. Das war der letzte. Danke, dass du uns geholfen hast, unsere Position vor dem Imperium zu verbergen. Immer gerne. Yeah, Tutorial abgeschlossen. Blackjack. Physik 4. Wundervoll. Ja, ich bin offline. Ich nerv das immer, wenn so viele Leute mich nerven. Offline. Missionsauftrag. Na ja, wir können. Das war der letzte Satz, nur weil ich den nicht lesen konnte. Verlassen wir das Ganze mal. Gut, ich denke, die Mechaniken sind. Ähnlich wie bei jedem anderen Shooter. So, und dann würde ich sagen, wir starten mal Missionen. Training, Einführung in die Kernmechaniken. Schlacht, Kämpfe gegen einen Freund oder die KI.
Überleben, Einzel- oder Co-Option. Dann lieber an, das Feind des Imperiums mit wachsenden Schwierigkeitsgrad. Kämpfe gegen einen Freund oder gegen Träger in einem Gefecht, Mann gegen Mann gegen einen Freund oder die KI an. In Trainingsmissionen macht sich Spieler mit der Macht vertraut und steuern X-Wings, Luftspeeder, ATSs und Speeder. Ich will. Bettlerschlucht. Lerne einen X-Wing über die Schluchten von Tatooine zu fliegen, während du nach imperialen Aktivitäten suchst. Das tue ich. Ich liebe X-Wing Fighter. Solospiel. Yeah. Über den Schluchten von Tatooine wurden imperiale Aktivitäten registriert. Schließe dich der X-Wing-Patrouille an, um der Sache auf den Grund zu gehen. Bettlerschlucht. Mission starten. Aufklärungsmission in Sektor 10. Bis jetzt ist alles ruhig. Wir checken noch die Schluchten und kommen dann zurück. Gut. Staffel Rot. Unsere Scanner zeigen nicht identifizierte Einheiten über euch an. Seid vorsichtig. Ach du Scheiße. Folge mir in die Schlucht. Drossle das Tempo und flieg niedrig, um die imperialen Scanner zu unterfliegen. Nein. Oh Gott. Scheiße. Benutzt dein Zielsystem, um Gegner anzuvisieren. Noch mehr Ziele, auf 12 Uhr. Da sind sie. Ich kann Lust dazu nehmen. Jetzt habe ich ihn. Jawohl. Wo ist der nächste? Nice. Come here. Die Maus ist definitiv zu empfindlich eingestellt dafür. Das war knapp. Ja, das hat gesessen. So, da ist der letzte. Boom. Rot Alpha, wir empfangen neue Signale. Feindliche Jäger, sie kommen auf euch zu. Oh nein, nicht noch mehr. Ich hab gerade die Maus gestimmt, wenn man das anzeigen soll. Nein! Oh. So scheiße.
als der nächste. Ich kann's einfach nicht. Ziel zerstört! Das ist wieder so eher was für Konsumspieler. Rum. Guter Schuss! Bald wird der Einheit neutralisiert! Boom. Boom. Guter Schuss! Staffelführer, weitere feindliche Einheiten nähern sich. Oh, drei, okay. Ach, das waren gerade schon die vier. Ich dachte, wir müssen das nochmal machen. Aber nein, wunderbar. Guter Schuss! Feindliche Einheit neutralisiert! Bleibt in Formation! Was für eine Formation, Mann! Bis dahin! Ich hab einen Typ verloren. Wir haben einen Schneider verloren. Boom. Ziel zerstört! Hey, komm zurück! Ja, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Chill, 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 chill. Komm zurück in das Kampfgebiet! Puh. Okay, so wie schön wir uns jetzt an. Gotcha. Feind am Boden! Alle Gegner neutralisiert. Wir haben keine weiteren Ziele auf den Scanner. Gute Arbeit. Kommt jetzt zur Basis zurück. Toll, wir sind da. Formation bilden, Piloten. Wir fliegen nach Hause.